Lass uns in der Bibel lesen. Erste Mose, Kapitel 41. Von Vers 37 an. 1. Mose, Kapitel 41, von Vers 37. Die Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Großen gut. Und der Pharao sprach zu seinen Großen: Wie könnten wir einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist wie in diesem? Und er sprach zu Josef: Weil dir Gott dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein, und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Und weiter sprach der Pharao zu Josef: Siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt. Und er tat seinen Ring von seiner Hand und gab ihn Josef an seine Hand und kleidete ihn mit kostbarer Leinwand und legte ihm eine goldene Kette um seinen Hals und ließ ihn auf seinem zweiten Wagen fahren und ließ vor ihm her ausrufen: Der ist des Landes Vater. Und er setzte ihn über ganz Ägyptenland. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich bin der Pharao, aber ohne deinen Willen soll niemand seine Hand oder seinen Fuß regen in ganz Ägyptenland. Und er nannte ihn Zaphane-Paneach und gab ihm zur Frau Asenat, die Tochter Potipheras, des Priesters, zu Ohn. Und Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao stand, dem König von Ägypten. Und er ging hinweg vom Pharao und zog durch das ganz Ägyptenland. Bis Vers 46 habe ich gelesen. In unserem Leben suchen wir Weisheit, Fähigkeiten, Erlernen, Kompetenzen, um die Situationen und Probleme, die wir im Leben begegnen, gut meistern zu können. Aber das Glaubensleben ist nicht dieses sichtbare Leben, sondern das Glaubensleben ist in Gott drin. Deswegen die Menschen, die das Glaubensleben gut führen können, die fragen sich immer: Was muss ich machen, dass mein Herz immer vereint bleibt mit dem Herrn? Weltliche Menschen können von heute auf morgen große Probleme erleiden, von heute auf morgen plötzlich scheitern. Aber diejenigen, die mit Gott sind, sie haben in sich die Kraft, Probleme beseitigen zu können, Probleme bewältigen zu können. Deshalb ist es unvergleichbar, der Mensch, der in der Welt lebt, und der Mensch, der mit Gott lebt. Wenn es den Herrn nicht in meinem Herzen gäbe, vielleicht wäre ich ja ein Trunkenbold geworden oder ich wäre ein Spielsüchtiger geworden. Ich wäre ein verwahrloster, einsamer Mensch geworden, ein böser Mann geworden. Diese Wahrscheinlichkeiten lägen bei mir sehr hoch, aber nachdem ich Gott getroffen habe, dieses Leben an sich, wo ich Gott nicht kannte, war zu 100% durch und durch ein gescheitertes Leben, eine Niederlage. Ich hatte überhaupt gar keine Fähigkeit, gar keine Kraft, irgendwie auch nur Probleme, die auf mich zukamen, zu bewältigen. 1962, ich war gerade mal 19 Jahre alt, noch sehr jung, aber da habe ich den Herrn genau erkannt und seitdem konnte ich mein Herz mit ihm vereinen. Seitdem konnte ich auch sehen, dass Gott immer bei mir war, egal was ich angefangen habe. Heute hat Bruder Dre Zeugnis gegeben. Der Gracias Chor hat dieses Mal auch die Kantatatur durchgeführt. Aber allein in Akt 1 gibt es sehr viele Veränderungen des Bühnenbildes. Normalerweise brauchen Künstler 5 bis 10 Minuten, um ein Bühnenbild zu ändern. Aber der Gracias Chor meistert es innerhalb von 3 bis 5 Sekunden und das war wirklich faszinierend zu sehen.
Der Drill, der war zuständig für die Choreografie, für das Schauspiel und auch das Bühnenbild. Und der Chor, er muss nicht nur gut singen, sondern auch diese Sequenzen der Bühnenbilder, die Veränderung des Bühnenbilds, zieht ja auch das Publikum komplett in seinen Bann. Das Publikum kann wahrscheinlich ein Fünftel nur von dem verstehen, was wir da sehen. Es ist das, was wir sehen, ist wirklich nicht alles. Hat jemand vom Publikum vielleicht eine kleine Maus auf der Bühne gesehen? Nein, niemand hat es gesehen, aber die Maus war da. Oder hat jemand von Ihnen vielleicht eine Zwiebel hängen gesehen? Nein, niemand hat die Zwiebel bemerkt. Ein normaler Mensch würde das nicht erkennen, aber diese Feinheiten machen den Unterschied aus und diese Feinheiten geben uns Frieden und Freude während des ganzen Schauspiels. Ja, was wir in unseren Augen wahrnehmen können, ist das Schauspiel. Aber das, was der Graseskor wirklich vermitteln möchte, kann man mit dem Herzen wahrnehmen. Aber es sind auch nur die wenigsten, die das dann wirklich mit dem Herz verstehen und wahrnehmen können. Der Christentum geht einen eher, gerät eher aus der Bahn und an Jesus zu glauben, ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Gott hat uns einen Weg gegeben, wie wir mit ihm kommunizieren können. Und das ist der Geist und das Herz in einem Menschen. Aber wenn man tiefer in diese fleischliche Welt hineingeht, es ist eine ganz andere Welt in der Welt und diese Welt in dem Herzen. Wir können erkennen, dass das Leben, was wir bisher im Fleisch geführt haben, wie flach das ist und wie kindisch das war und wie töricht dieses Leben doch eigentlich ist. Ja, die meisten denken ja, sie seien in Ordnung und sie leben gut. Aber wenn man die Welt des Herzens nicht kennt, lebt man eigentlich ein sehr sinnloses Leben. Das ganze Leben ist dann sinnfrei. Es gibt so viele, die in dieser Welt verloren gehen. In dieser Welt, nein, der Herr hat durch die Bibel uns die Möglichkeit eröffnet, seine Welt zu entdecken. Eine tiefere Welt hinter all der Welt. Eine Welt des Herzens, tief im Herzen verborgen. Und ich bin so unbeschreiblich dankbar zu Gott, dass er uns diese Möglichkeit gegeben hat. Das Glaubensleben vollzieht sich durch ganz einfache Prinzipien. Es gibt nur das Herz und die Seele, wodurch wir mit Gott kommunizieren können. Gott hat uns Menschen die Herzen gemacht. Und durch dieses Herz können wir auch Gott entdecken. Jesus können wir nicht mit unseren eigenen Augen sehen, aber er ist immer bei uns. Er fährt mit mir im Auto. Er ist mit mir unterwegs. Wenn wir dieses Auge hätten, ihn immer wahrnehmen zu können, wäre es ganz anders. Da würden wir erkennen, welche Größe denn überhaupt seinen Einfluss in unserem Leben hat. Wir würden erkennen, ah, ich bin also so gescheitert, weil ich nicht an Jesus geglaubt habe. Es schien zu anfangs zu funktionieren, aber weil es ohne Jesus war, ist es doch nicht aufgegangen. Und so können wir geistlich wirklich einen großen Fortschritt machen. Wir können dann ein Leben führen, wo wir von der Gnade Gottes getragen werden. Der Herr hat die Herzen des Menschen gemacht, damit wir mit Gott kommunizieren können. In dem Menschen gibt es die Welt des Herzens und da können wir wirklich die Kraft von Gott austauschen. Wir selbst produzieren keinen Strom zu Hause, aber es gibt einen Generator, der uns Strom zuliefert.
Damit wir diesen Strom bekommen können vom Generator, gibt es Stromkabeln und im Haushalt schließen wir die Geräte mit der Steckdose an. Dann läuft die Waschmaschine, dann läuft die Klimaanlage, dann läuft die Heizung, dann läuft der Computer und der Haushalt funktioniert durch diesen Strom, der uns zugeliefert wird. Wir können dann sagen, Strom, gib uns kalte Luft oder Strom, gib uns warme Luft oder Strom, mach, dass die Waschmaschine funktioniert. Und so können wir den Strom wirklich für uns ja ausnutzen. In jedem Haushalt findet man ja eine Stromquelle. Es gibt ja zurzeit kaum jemanden, der in dieser modernen Gesellschaft oder auch in Seoul ohne Strom lebt. Es sei denn, das ist ein ganz, ganz besonderer, spezieller Mensch mit verschiedenen anderen Vorstellungen vom Leben. Das heißt, durch diesen Strom können wir ein ganz bequemes Leben führen. Wir können ganz unbeschwerlich leben. Aber genauso wie wir mit dem Strom beliefert werden, wenn wir auch Gott uns holen oder wir von Gott, also mit Gott beliefert werden, können wir ein ganz anderes Leben führen. Durch den Strom haben wir Licht zu Hause. Ein warmes Haus kann gekühlt werden. Ein kaltes Haus kann gewärmt werden. Im Sommer gibt es die Klimaanlage, im Winter gibt es die Heizanlage. Wir haben Waschmaschine für dreckige Wäsche. Das heißt, in jedem einzelnen Bereich hilft uns dieser Strom, dass wir gut leben können. Aber auch in unserem Leben, wenn Gott da ist, tatsächlich existiert, dann ist dieser Wert gar nicht mehr vergleichbar mit irgendwie Geld oder wie mit Strom. Ich habe die letzten 50 Jahre durch Gott gelebt. Ich habe unter mir Jünger großgezogen. Ich bilde Menschen von Gott aus, Arbeiter Gottes. Unsere Pastoren, unsere Mission, sie haben alles im Griff, auch wenn es böse klingen mag. Aber um es ganz einfach zu erklären, sie haben alles im Griff, sie haben alles in ihrer Hand. Egal, welche anderen Pastoren von anderen Missionen unsere Pastoren sehen. Es gibt niemanden, der sich querstellen kann. Nicht aus dem Grund, weil unsere Pastoren schlauer sind oder intelligenter sind, sondern sie sind ganz normale, durchschnittliche Menschen. Aber sie können über Gott sprechen. Sie können Gott erklären. Sie können Gott lehren, so wie der Strom die Waschmaschine anmacht. So können sie auch den Menschen Gott geben. Deshalb ist ihr Leben ganz anders. Unsere Mission war in Fidschi. Fidschi war früher ein Teilgebiet von England gewesen. Die Regierung von England sagte, anstatt dass ich über Fidschi regiere, glaube ich, ist es besser, wenn Jesus über Fidschi regiert. Wenn ihr zustimmt, dass ihr die Regierung von Jesus annehmt, dann werde ich Fidschi die Unabhängigkeit geben. Die Bürger von Fidschi, sie haben angefangen zu weinen vor dem König von England und haben gesagt, ja, wenn du uns das sagst, dann möchten wir das so machen. Wenn du uns sagst, wir sollen von Jesus geleitet werden, dann werden wir das machen. So hat die englische Königin Fidschi die Unabhängigkeit gegeben. Und so kam es dazu, dass die Bürger von Fidschi aus irgendeiner Pflicht, von einem Pflichtgefühl her, angefangen haben, an Gott zu glauben. Und der presbyterianische Glaube hat sich stark verbreitet. Und die presbyterianische Gemeinde in Fidschi, sie haben uns gekannt. Sie waren aber durch verschiedene Gerüchte verwirrt über uns. Und sie haben die presbyterianische Gemeinde in Korea kontaktiert und gefragt, ja, wie steht es um denn die gute Nachrichtmission in Korea? Und die presbyterianische Gemeinde in Korea meinte zu den Fidschianern, ah, das ist eine Sekte. Aber die einigen Pastoren in der presbyterianischen Gemeinde haben geklagt,
Nein, das stimmt nicht. Die gute Nachrichtmission, die ich erlebt habe, die ich erfahren habe, hat das wertvolle Evangelium, das ist die Gemeinde, wo Gott wirklich praktisch lebt. Wir müssen noch einmal nachforschen, wie es um die gute Nachrichtmission steht, und erst können wir dann ein Urteil fällen. So hat die presbyterianische Gemeinde in Fiji mehrere sehr weise Pastoren nach Korea geschickt, die sollen am koreanischen World Camp teilnehmen und sich ein Bild machen, ein allumfassendes Bild über die gute Nachrichtmission. Sie waren ein paar Wochen dort in Korea, sind zurückgekehrt nach Fiji und haben protokolliert oder Bericht gegeben. Ich habe noch keine Gemeinde gesehen, wo der Heilige Geist Gottes so kräftig arbeitet wie in der Gute Nachricht Mission. Er hat dann über das World Camp berichtet, am Haeundae, am Strand von Busan. Wir haben mehrere tausende Stühle ausgelegt am Strand, haben uns vorbereitet für die Eröffnungszeremonie, aber plötzlich hat es einen ganz starken Regen gegeben. Und die vertretenen Pastoren der Gute Nachricht Mission haben gebetet, dass es aufhören soll zu regnen. Noch in keiner Gemeinde auf dieser ganzen Welt haben sie erlebt, dass Pastoren beten, dass der Regen aufhört. Wenn dann beten sie, dass der Regen, wenn dann verlegen sie ihren Platz. Aber sie haben tatsächlich gebetet, dass der Regen aufhört. Sie haben geglaubt auch, dass der Regen aufhören wird. Und noch nie auf dieser Welt habe ich so eine Gemeinde erlebt, die so praktisch an den Herrn glaubt. Und das Faszinierende war ja, halbe Stunde vor der Eröffnungszeremonie hat es tatsächlich aufgehört zu regnen. 2 Wochen waren sie bei der Gute-Nachricht-Mission. Diese Bibelworte, diese Predigt, die sie vermittelt haben, sie haben praktisch und wirklich das Leben von Menschen verändert. Aber wer hat um Gottes Willen gesagt, dass die Gute-Nachricht-Mission eine Sekte sei? Das sind wirklich bestimmt Knechte von Satan, anders kann ich mir das nicht erklären, haben sie berichtet. Letzten Frühling war ich dort in Fiji, habe den Vorstand der presbyterianischen Gemeinde in Fiji getroffen. Und dieser Pastor sagte, Pastor, ich muss mich von tiefem Herzen aus entschuldigen. Unwissend haben wir sie verurteilt, bitte verzeih mir, vergib mir. Die höchste Instanz der presbyterianischen Gemeinde in Fiji sind zu uns nach Korea gekommen, um am Bibelseminar teilzunehmen. Und haben gesehen, wie wir sind, was wir machen, wie Gott bei uns arbeitet. Ab 2018 Januar werden wir in Fiji Pastoren ausbilden, einheimische Pastoren unterrichten. Und unabhängig davon, welches Land es eigentlich ist, dieses wunderbare Evangelium, was wir haben, das ist etwas, was es nur in Gott gibt. Egal, ob ich 1000-mal, 10.000-mal in der Bibel lese, mit dem menschlichen Verstand, mit dem menschlichen Wissen kann ich die Bibel nicht verstehen oder irgendwie auch begreifen. Ohne den Heiligen Geist funktioniert das nicht, egal wie ich forsche, analysiere, egal wie ich die Bibel studiere mit menschlichem Wissen, bleibt das alles nur eine Theorie und nur ein Wissen. Es gibt niemanden, der nur nach menschlichem Wissen erkannt hat, dass Jesus Blut meine Sünden reingewaschen hat. Solche Zeugnisse gab es bisher nicht. Aber heutzutage sehen wir beispielsweise Pastor Kitonga. Er war anfangs sehr, sehr gegen uns. Aber später sagte er, er möchte in die Knie gehen und sich bei Pastor Xupak entschuldigen. Die vielen möchten die Lehre von unseren Pastoren hören, unsere Predigten von unseren Pastoren, unserer Mission hören. Nicht, weil unsere Pastoren gebildet sind, hochakademische Karrieren gemacht haben, hochwissend sind, nein, sondern weil ihre Herzen mit Gott verbunden sind. Weil diese Kraft von dem Herrn auskommt, weil die Liebe von Gott, wegen der Weisheit von Gott, wegen diesem Frieden, der von Gott kommt, diese Dinge verändern das Leben der Missionare unserer Gemeinde. Sie erleuchten das Leben unserer Missionare.
Und das ist nicht vergleichbar mit den Entschlüssen der weltlichen Menschen, weil ihre Herzen immer mit Gott verbunden sind. Und die Menschen, die mit Gott verbunden sind, die können nicht mehr nach den Methoden der Welt leben, weil sie durch Gott ein viel gesegneteres, ein viel glorreicheres Leben leben. Das heißt, wenn wir mit Jesus verbunden sind, Satan arbeitet immer so, dass er diese Verbindung zerstören möchte. Er fungiert dazwischen, möchte uns zur Lüsternheit führen, möchte uns zur Welt führen, möchte uns zur Sklave der Welt machen, möchte uns voller Begierde machen. Er füllt uns mit diesen schlechten Gedanken, mit der Begierde der Welt, mit der Lust. Damit wir mehr der Welt geneigt sind, anstatt dem Herrn, der unser Herz immer erfrischt und erquickt und lebendig werden lässt. Ich sehe auch Menschen, wie sie dann zur Welt hineingehen. Die Bibel besteht aus rund 1800 Seiten. Und in dieser Bibel gibt es einen wertvollen Schatz. Dieser Schatz ist unvergleichbar mit all den Dingen auf dieser Welt. Der ist tief verborgen in den Zeilen der Bibel. Ich weiß, jedes Mal, wenn ich eine Seite umblätter, eröffnet sich mir eine neue Welt. Jedes Mal, wenn ich ein Kapitel gelesen habe, erfahre ich eine neue, tiefere Welt, ganz tief in der Welt Gottes verborgen. Ich lerne jeden Tag neu dazu über die Gnade von Gott. Auch wenn man 10 Jahre in die Gemeinde geht, kann man immer noch in der Sünde leben. Es gibt viele Menschen, die jahrelang zur Gemeinde gehen, ihre Sünde nicht vergeben bekommen, die nicht frei sind von der Sünde. Und Satan lenkt das so ein, dass sie so leben. Wenn Jesus doch frei ist von der Sünde, dann müssen wir doch auch frei von der Sünde sein. Wir müssen doch die Gnade immer von Gott bekommen. Wenn Gott sagt, das ist Liebe, dann müssen wir doch auch in dieser Liebe Gottes verweilen können. Viele sagen Gott der Liebe, Herr der Liebe, aber viele Kirchengänger, sie haben in ihrem praktischen Leben nicht wirklich Liebe, sondern sie leben in einem ständigen Konkurrenzkampf, das hart ist, das trist ist, weil sie nicht um die Liebe Gottes kennen. Weil sie immer noch jeden Tag Konflikte haben wegen ihrer Sünden, weil sie nicht wissen, was sie mit ihrem sündigen Herzen machen sollen. Durch den Heiligen Geist eröffnet Gott uns aber tagtäglich eine ganz neue Welt. Aber weil der Satan so hinterlistig ist, so klug ist, blockiert er durch tausende Methoden davon, dass wir zu Gott gehen. Ich hatte heute eine Versammlung mit den Ältesten unserer Gemeinde. Es gab einige Brüder bei uns, und sie waren wirklich kurz davor, den großen Segen Gottes zu bekommen. Sie waren wirklich so nah an dem Segen von Gott, aber sie haben diesen Segen verworfen, haben diesen Segen den Rücken zugekehrt, sind dann zu der Welt gelaufen. Wenn ich nur daran denke, zerreißt es mich. Warum? Weil das in Gott unmöglich ist, aber in Gott gibt es ewige Freude, ewiges Glück, aber für sie war nur dieses temporäre, tolles Autofahren wertvoller, größer als diese ewige Freude und ewiges Glück in Gott. Dieses temporäre Glück in der Welt erschien ihnen viel, viel größer und greifbarer als dieser Friede in Gott. Und so haben sie unzählig viele Gelegenheiten verloren, diesen Segen Gottes zu bekommen. Aber Satan arbeitet in jedem Einzelnen von uns so. Bei jeder Gelegenheit verhindert er uns davon, an Gott zu glauben, zu Gott zu gehen.
Und darüber erklärt uns die Bibel. Wir haben heute über Josef gelesen, darüber, dass Josef zum Premier wird. Und diese Szene, die wir gelesen haben, das ist dieser Prozess, wie er dorthin kommt. Bevor er Premier geworden ist, er hat einfach nur einen Traum gehabt. Und zwar, dass die Ähren sich ihm gegenüber verneigen, in die Knie fallen. Und er sagte, das ist ein Traum von Gott. Ich werde also ein Premier werden. Diese Erkenntnis hatte Josef. Und das hat er den Brüdern gesagt. Hey Brüder, Brüder, kommt mal. Was ist? Ich habe ja gestern geträumt. Was für einen Traum hattest du denn? Ich war auf dem Feld und ich habe Ähren gelesen. Ich habe die Ähren in einem Bündel zusammengebunden und dann, ich bin aufgestanden und plötzlich sind die Ähren alle, haben sich meiner Ähre verneigt. Und die Brüder waren schlecht drauf, als sie das gehört haben. Meinst du etwa, dass du der Herr über uns werden wirst, du Krüppel? Auch deine Träume, die sind einfach alle wie so Krüppel, so sinnlos. Josef wurde getreten, hat eine Kopfnuss bekommen, wurde zum Teil geschlagen, wurde gehasst von seinen Brüdern. Aber er wusste, das ist ein Traum, der von Gott kommt. Ich werde letztendlich doch ein Premier werden. Ich werde viele Menschen unter mir haben, ich werde sie verwalten, ich werde sie erretten, ich werde ihnen Frieden geben, ich werde ihnen das Leben geben. Josef hatte dieses standhafte Herz von Gott bekommen. Nach kurzer Zeit hat er wieder geträumt. Sonne, Mond und Sterne, 11 Sterne haben sich ihm verneigt. Josef ist ja nicht ganz dumm. Er weiß ja, wenn er darüber spricht, werden die Brüder ihn ja noch mehr hassen. Aber dass er einmal getreten wird, nur dass er verachtet wird, das hat er in Kauf genommen, weil er unbedingt über diesen Traum sprechen wollte. Ja, er war den Brüdern verhasst, er hat Kopfnüsse bekommen, er hat Backpfeifen bekommen, er wurde getreten, aber trotzdem war er glücklich. Warum? Weil er zum Premier werden wird, weil er später vielen Menschen das Leben schenken wird und diesen Glauben hatte er. Hey Bruder, ich habe gestern noch einmal geträumt. Was für ein Traum war das denn schon wieder? Die 11 Sterne, Sonne und Mond haben sich mir verneigt. Sag mal, bist du denn noch bei Sinnen? Wie wagst du es, so etwas zu sagen? Und er war noch mehr verhasst bei den Brüdern. Ja, er wurde gehasst, er hat Hass bekommen, aber trotzdem war Josef glücklich, weil Gott wird mich trotzdem zur Premier aufstellen. Und der Vater hat gehorcht, was, Sonne, Mond und 11 Sterne haben sich dir verneigt? Heißt es, ich und meine Frau sollen sich dir gegenüber in die Knie fallen? Und der Vater hat ihn groß getadelt. Aber Josef hat ja nur das gesagt, was er geträumt hat. Er hat sich ja nicht den Traum ausgesucht, den er träumen wollte. Aber der Vater dachte in sich anders. Ich habe ihn zwar gescholten, aber dieser Traum, der ist von Gott gegeben. Von dem Tag an hat der Jakob ihn angefangen zu lieben. Die Brüder haben ihn zwar weiterhin gehasst, aber letztendlich ist er ja Premier geworden. Und kurz bevor er diesen Traum erfüllt bekommen hat, es gibt ja immer noch diesen Faktor der Zeit. Und egal mit welchen Mitteln auch immer, hat der Satan bis zu dem Punkt, wo er Premier geworden ist, ihn immer wieder eingetrichtert, vergiss doch diesen Traum, du kannst es abknicken, du kannst es vergessen, dieser Traum, das ist sinnlos. Satan hat ständig und immer wieder ihn Gedanken eingeflößt, dass das nicht wahr ist. Wie kannst du Premier werden? Du bist der Jüngste hier. Nein, du bist jetzt Sklave. Guck mal, du bist jetzt im Gefängnis. Guck mal, du wurdest zu unschuldig, bist du jetzt im Gefängnis. Gott hat dich verlassen. Gott hat dich verworfen. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Du darfst nicht an deinen Traum glauben. Aber Josef hatte diesen festen Glauben an Gott. Der Mundschenk und der Bäcker, er hat den beiden die Träume ausgelegt. Aber Josef sagt, wenn du wieder frei bist, entlassen bist, bitte gedenke an mich. Ich habe nichts falsch getan. Ich bin hier zu Unschuld im Gefängnis. Der Mundschenk, sobald er auf freiem Fuß war, hatte alles vergessen, was er über Josef gehört hatte. Aber weil er in dem Plan Gottes ist, hat er
alles vergessen. Die Väter haben Josef vergessen, alle haben Josef vergessen, alle anderen wussten nichts mehr über Josef, aber Gott hat wieder in den Gedanken der Menschen diese Erinnerung an Josef auffrischen können. Das hat Josef, der Herr geschafft. Der Pharao hat einmal geträumt. Am Ufer waren 7 fette Kühe, sie haben gegrast. Und dann gab es 7 magere, hässliche Kühe, sie waren auch am Ufer und haben gegrast, haben dann die fetten Kühe aufgefressen. Aber trotzdem waren sie dünn. Und dann gab es 7 gute, gut gereifte Ährenbündel. Und dann gab es wieder 7 ganz ausgedürrte Ähren, auch sie wurden aufgefressen, also sie blieben immer noch dürr. Der Pharao hat hin und her nachgedacht, gegrübelt und immer wieder darüber nachgedacht. Ja, der Mundschenk hatte zwar Josef vergessen, Menschen können sogar künstlich menschliche Gehirne ja nachbauen oder nachbilden. Aber für den Herrn ist es ja dann ein ganz leichtes Spiel, eine Erinnerung wieder hervorzurufen. Der Mundschenk, er war ja bei Josef und er hat ihnen wieder diese Erinnerung an Josef gegeben und der Mundschenk ist zu Pharao gegangen. Er hat über Josef gesprochen. Und er sagt, Josef kann diesen Traum von dir, Pharao, auslegen. Dann wird er ja vom Gefängnis wieder gerufen. Bitte, lege mir diesen Traum aus. Ah, Pharao, diese 2 Träume, die sind 1. Aber wie können magere Kühe 7 fette auffressen? Wie können 7 dürre Ähren 7 fette, ausgereifte Ähren auffressen? Wieso soll das ein und derselbe Traum sein? Die 7 Ähren, die meinen 7 reiche Jahre. In den reichen Jahren werden die Menschen dick, die Kühe dick, das Vieh dick. Die 7 mageren Kühe, die 7 mageren Ähren, das bedeutet die Hungersnot. Diese 2 Sätze haben den kompletten Traum erklären können. Er hat ja nicht das komplette Herz Gottes gewusst, sondern wenn man nur die paar Dinge über das Herz Gottes kennt, dann kann man so viel mehr von der Bibel verstehen. Und unser Leben wird erfüllt nach dem Wort von Gott und so werden wir Schritt für Schritt der Mensch Gottes werden. Weil Josef schon ein Mensch Gottes war, egal ob er Sklave war, im Gefängnis war, Gott hat ihn immer behütet und beschützt, um seinen Plan letztendlich auch auszuführen. Wir haben heute Morgen diese Stelle gelesen. Nicht nur Josefs Geschichte ist das so, sondern auch bei Abraham. Nachdem der Herr Josef gesagt hat, du wirst Premier werden, und in dieser Zwischenzeit, bis dieser Traum erfüllt war, diese Zwischenzeit, die ist die Zeit in Satan. Während dieser Zwischenzeit gibt Satan uns Enttäuschung, das Herz aufzugeben, das Herz einfach alles hinzuschmeißen. Und da kommt es drauf an, werde ich in dieser Zwischenzeit an Gottes Wort glauben oder einfach dem Satan nachgeben? Und die vielen Menschen, sie bekommen ein ganz wackeliges Herz und dann beginnen sie ein Leben zu führen, das komplett unabhängig ist von Gott. Abraham hat genau das Gleiche durchgemacht. Der Herr hat zu dem Abraham gesagt, du wirst so viele Söhne bekommen wie die Sterne am Himmel, so wie das Sand am Meer. Der Herr hat ihm ausführlich einen Traum gesagt und diktiert, aber danach gab es eine Welt, die Satan ihm gezeigt hat und die war ganz gegensätzlich von dieser Welt, die Gott ihm versprochen hat. Und zwar, dass er keinen Sohn bekommen kann. Ich bin alt, meine Frau ist nicht mehr fruchtbar, wie um Gottes Willen soll ich nun einen Sohn bekommen? Menschlich gesehen ist das nicht mehr möglich. Satan wollte diesen Glauben von Abraham komplett zerstören.
Auch heute gibt uns Gott so viele Verheißungen durch das Wort. Wenn wir in dieser Verheißung stehen, in den Glauben stehen, dann wird Gott in uns arbeiten und wir werden ein Mensch Gottes werden. Aber jedes Mal versucht Satan, uns von diesem Wort zu entlocken. Er möchte das Wort von uns fernhalten. Er gibt uns das Herz, es wird nicht funktionieren. Er gibt uns das Herz der Verzweiflung, dass wir aufgeben möchten. Und das ist, weil es eben diese Zeit von Satan ist. Das kann man ganz leicht an einem Beispiel erklären, und zwar an einem Ping-Pong-Spiel. Ein guter Spieler, er macht sich keine Sorgen, egal von welcher Seite aus dieser Ball kommt. Er kann das souverän einfach meistern. Auch bei Gott ist es so. Wenn er gut smashen kann, kann er das Problem sofort und leicht abschütteln. Aber wenn man diesen Ball, der auf mich zugeflogen kommt, nicht annehmen kann, dann ist es eine Gefahr. Und wenn ich das gut wieder abschlagen kann, kann ich das ganze Spiel gut meistern. In unserem Glaubensleben findet dieses Ping-Pong-Spiel immer weiter statt. Aber derjenige, der unsere Schläger hält, ist es Gott. Und egal wie scharf auch dieser Ball auf mich zugeflogen kommt, egal mit welchem Tempo er zugeflogen kommt, ich muss mir keine Sorgen machen, weil Gott ist derjenige, der meine Schläger hält. Deshalb sind wir ja auf der Seite Gottes. Satan gibt uns immer krisenhafte Situationen, sodass wir denken, ah, das funktioniert nicht, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende, ich bin geschafft, ich möchte aufgeben. Sodass wir mittendrin dann aufhören und nicht mehr mit dem Glauben stehen können. Aber wenn wir bis zum Ende durch den Glauben gehen, dann sehen wir die Arbeit Gottes. Gott, die Bibel spricht komplett über diese Dinge. Auch bei Davids war das so. David war ein Hirte. Gott hat ihn gerufen. Er wurde von dem Prophet Samuel gesalbt. Er wurde der König über Israel. Er hat diese Verheißung von Samuel bekommen. Und David war überglücklich. War aber sofort der König geworden? Nein, nicht von heute auf morgen. Danach eröffneten sich Situationen in seinem Leben, die ihn komplett daran verhinderten, König zu werden, sodass er denken musste, wie kann ich ein König werden, wenn die Situation gerade jetzt so aussieht? Das, was die Bibel uns zeigt, ist auch das. Gott hat uns Knechte aufgerichtet, sodass wir in der Gnade Gottes ein segenvolles Leben führen können. Er hat uns diese Verheißung gegeben. Mit der Verheißung waren wir glücklich, sodass wir jeden Tag einfach fröhlich leben können in dem Herrn, indem wir uns sehnen an das zukünftige Leben mit dem Herrn. Aber Satan gibt uns Gedanken, oh nein, wenn ich so weitermache, werde ich scheitern, ich werde zerstört werden, mein ganzes Haus wird so in den Ruin gehen, ich muss mein eigenes Geld machen, ich muss mein Vermögen schützen und so entfernen wir uns von Gott und wir kommen ab von dem Wege des Segens. Während der letzten Jahre muss ich mich wirklich an ein besonderes Jahr erinnern, 1999. Da hatte ich ein sehr schlechtes Herz, gesundheitlich ging es sehr schlecht um mich. Ich war bei dem Hanyak-Klinikum. Ich wurde eine Woche lang untersucht wegen meines Herz. Die Herzklopfen wurden aufgenommen, die wurden analysiert, die wurden untersucht, aber es gab keine konkrete und klare Diagnose. In Amerika gab es den weltbesten und anerkanntesten Herzspezialisten. Auf Empfehlung war ich bei ihm. Ich war den ganzen Tag bei ihm, er hat mich rund um die Uhr untersucht. Ich musste auf dem Laufband laufen, dann habe ich Röntgenbilder machen müssen, den ganzen Tag verschiedene Untersuchungen. Und zuletzt sagt er mir, mit der momentanen Technik, mit der modernen Medizin, die wir heute haben, können wir Ihre Krankheit nicht diagnostizieren oder auch nicht heilen. Und so musste ich vom Krankenhaus gehen. Ich war damals in Tätern. Wir haben ein 6-stöckiges Gebäude gebaut, haben gerade die Fliesen, weil die Farben nicht schön waren, anders angemalt. Und da habe ich die Arbeiter im 6. Stock angeschaut, aber ich konnte nicht länger hinaufschauen, weil mein Herz angefangen hat, so stark zu klopfen. Oder manchmal habe ich gemerkt, wie mein Puls stehen blieb. Und ganz lange blieb mein Puls einfach so stehen. Und dann ganz langsam wieder hat es angefangen, wieder zu schlagen. Ich habe mal ausgerechnet, wie viele Tage habe ich eigentlich noch vor mir oder wie viele Monate.
worüber ich aber so dankbar bin. 1992 während einer Konferenz in Korea. Im Waldshöhlbad war das. Ich lag im Zelt und habe nachgedacht. Von hier bis zur Sonntagsschule, das sind das so 500 Meter. Und ich bin viermal hin und her gelaufen. Das sind dann insgesamt fast 1 Kilometer. Aber ich bin heute Morgen ja sogar fast 4 Kilometer eigentlich am Strand gelaufen. Und ich konnte das nicht glauben. Ah, Gott hat mein Herz also geheilt. Und ab dem nächsten Tag habe ich angefangen, Feldwege zu laufen. Ich habe angefangen zu joggen. Es gab neben dem Ort, wo wir die Bibelkonferenz hatten, eine Mädchenschule und da gab es einen sehr guten Schulhof. Und an diesem Schulhof habe ich immer wieder Runden gemacht. Normalerweise haben 2 Runden gereicht, weil ich dann Seitenstechen bekommen habe. Aber irgendwann habe ich mich selbst entdeckt, wie ich 1 Kilometer, 2 Kilometer, 3 Kilometer, fast 5 Kilometer gelaufen bin, ohne Probleme. Irgendwann bin ich zum Markt und habe mir Turnschuhe geholt. Und diese Turnschuhe stecke ich mir in die Tasche ein, egal wohin ich gehe, nach Deutschland, nach Afrika. Unser ältester, Hyo Jong Hwang, er ist Arzt für chinesische Medizin. Er hat mein Herz untersucht und meinte, ich habe ein sehr gesundes Herz. Und eigentlich das gesündeste Herz, meinte er. Ich meine, er ist ja ein anerkannter, kompetenter Facharzt für chinesische Medizin. Dachte ich mir, ich glaube einfach daran, was er sagt. An Jesus zu glauben ist auch schön, aber an so einem Arzt zu glauben war auch schön. Zuvor, wenn ich von L.A. nach Seoul geflogen bin, war das so anstrengend gewesen, von Seoul wieder nach Daejeon zu fahren. Wenn ich von Daejeon nach Daegu fahre mit dem Auto, dann war ich ganz abgemüht und geschafft. Ich war so müde danach. Aber jetzt, heutzutage, frage ich mich, warum ist man müde, wenn man im Flugzeug saß? Von Paraguay bis hierher sind das 30 Stunden, wo man im Flug sitzt. Im Flugzeug kann ich Kaffee trinken, dann kann ich ein Nickerchen machen. Und vor allem im Flugzeug ist es ja mobiltelefonfreie Zone. Man muss nicht mal telefonieren, aber ich denke, dass sie gerade daran arbeiten, dass man auch sein Mobilhandy nutzen kann im Flugzeug. Aber ich lese dann in der Bibel, ich lese ein Buch, ich schaue mir einen Film an und dann trinke ich Cola. Und 30 Stunden vergehen wirklich buchstäblich wie im Flug. Dieses Leben, wo wir nach unseren Methoden leben. Auch wenn wir Kraft haben, gibt es aber einen Moment, wo wir dann an unsere Grenzen stoßen und wir dann nicht mehr weiter können. Wenn wir aber Menschen sind, die nach Gott leben, dann ist es egal, welches Problem auf mich zukommt, weil es dann gar kein Problem gibt, die nicht durch Gott lösbar ist. Dann kommt der wahre Friede in mir, dann kann ich diesen Fluch, die Schwierigkeiten, alles meistern. Ich hatte in meinem Leben wirklich viele Schwierigkeiten. Es gab viele Gegner, es gab viele, die sich mir quergestellt haben, die mich verfolgt haben, aber diese Hilfe Gottes hat mich niemals aufgegeben, die hat mich nie einmal verlassen, die war immer bei mir. Ich sage immer wieder, ich sage zu Satan, ich kann dich nicht gewinnen, ich kann das nicht, aber Jesus in mir. Weil ich, egal wo ich war, immer gesehen habe, wie Gott in meinem Leben arbeitet und lebt. Deshalb können wir unsere Arbeit ja mehr und mehr ausweiten, anheben auf höhere Ebenen. Übermorgen werden wir auf Manila, auf den Philippinen, einen Vortrag halten, einen Mind-Lecture-Vortrag. Das ist so ein Mustervortrag, den wir halten werden oder so als Beispielvortrag. Dadurch bekommen wir auch die Genehmigung, vor 800.000 Menschen diese Vorträge halten zu können in Einrichtungen wie
Entgiftungszentrum für Drogenabhängige oder Alkoholabhängige. Die meisten Alkohol- oder Drogenabhängige, sie bekommen Seminare, Vorträge und sind dann clean, aber nach einigen Monaten oder nach einigen Jahren kommen sie alle wieder zurück. Wenn sie wieder in der Gesellschaft eingegliedert sind, fangen sie wieder an mit den Drogen und kommen dann wieder zurück zu diesem Entgiftungszentrum. Aber ich sehe, wie Menschen bei uns das Wort hören und ein komplett neues Kapitel anfangen können in ihrem Leben. Und das ist Gott. Es gibt so viele, wo ich diesen Wandel sehe. Und ich kann genau bestätigen, das war Gott gewesen, weil Gott lebt und arbeitet. Und Gott möchte unbedingt auch mit uns eins werden. Gott möchte unser Herr werden, sodass Gott unser Leben zu seinem Leben ändern möchte. So wie dieser David, so wie dieser Josef, so wie der Abraham. Anfangs war die Verheißung so schön, die sie von Gott bekommen haben, aber dann diese Situation, die sich ihnen danach eröffnet hat, war so anstrengend, so voller Verfolgung, so viele Gegner und so viel Angst um Tod. Aber letzten Endes hat Gott die Herrlichkeit bekommen. Josef wurde später zu einem Menschen, einem Premier, der das ganze Volk Ägypten errettet hat. Nicht nur das Volk Ägypten, sondern auch seine ganze Familie hatte herausgeführt von der Hungersnot und konnte so ein glorreiches Leben am Ende durch den Herrn führen. Alle Menschen haben sich letztendlich dem Josef verneigt. Sie sind in die Knie gegangen, sie haben ihre Köpfe gesenkt. Es gibt heute Morgen etwas, was ich Ihnen allen sagen möchte. Wenn wir auf dem Weg sind, in der Verheißung Gottes zu leben, gibt es plötzlich Sorgen, die Satan uns gibt. Ah, funktioniert das? Geht das am Ende auf? Rechnet sich das überhaupt? Lohnt es sich für mich überhaupt? Ich glaube nicht. Aber vor diesen Situationen, nicht an diese Situation zu glauben, diese auszublenden und an Jesus vorzuglauben, das sind die Menschen Gottes. Immer wieder verlassen Missionare unsere Gemeinde. Warum? Gott hat sich nicht verändert, Gott ist der gleiche geblieben, aber die Situation wurde so schlecht, sodass sie sich fragen, was bringt es mir denn eigentlich noch hin, in diese Gemeinde zu missionieren? Ich werde ja noch verhungern. Es ist ja sogar besser, einfach als Bauarbeiter irgendwo zu arbeiten. Ja, das stimmt. Josef ist auch nicht, nachdem er die Verheißung bekommen hat, am nächsten Tag sofort Premier geworden. Nein, er hat als Sklave in dem Haus von Potiphar gearbeitet. Und noch schlimmer, er wurde dann sogar als Vergewaltiger zu Unrecht beschuldigt, kam ins Gefängnis. Plötzlich war er ein Gefangener. Nicht nur einige Jahre, sondern man weiß auch gar nicht, wie lange er im Gefängnis bleiben muss. Es war ungewiss, wie lange er dort bleiben musste. Aber dann trifft er den Mundschenk, er legt seinen Traum aus und er dachte, okay, jetzt besteht wieder Hoffnung, dass ich rauskommen kann, aber dann hört er gar nichts mehr über den Mundschenk. Funkstille. Er hat alles verloren und vergessen, dachte er. Aber Gott hatte noch die Erinnerung an Josef. Gott hat geholfen, dem Mundschenk wieder die Erinnerung an Josef zu erfrischen. Gott hat das bewältigen können. Gott hatte schon alles im Plan. Und so hat der Mundschenk das dem Pharao gesagt, dass Josef ein Traumdeuter ist. Und Josef wurde vom Gefängnis hochgerufen zum Pharao. Und der Pharao sagt, verwalte du mein Haus. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Du sollst über mein ganzes Haus sein und das ganze Volk von Ägypten soll sich dir unterordnen. Er hat dann Ring bekommen, eine goldene Kette um seinen Hals. Er hat angefangen, mit einem Wagen von dem Pharao zu fahren. Und ich habe mir das Ganze vorgestellt und es war einfach wunderbar. Auch Gott hat mir so viele Verheißungen gegeben. Früher, als ich arm war, als alles so schwer war, habe ich die Verheißung bekommen, ich werde Bücher veröffentlichen. Wir werden Radiostationen anfangen. Wir werden das Wort publizieren. Diese Verheißung hat Gott mir damals gegeben. Aber danach war ich immer noch arm. Ich konnte nicht mal mir ein Essen kaufen. Ich habe ein wirklich sehr armes Leben geführt. Aber das Interessante war, ich war nicht nur einfach arm,
Ich konnte nicht nämlich verhungern, weil Gott jedes Mal mir in den entscheidenden Momenten geholfen hat. Weil nämlich Gott alles geplant hat. Er wollte, dass ich teilhabe an diesem Werk des Evangeliums von ihm. Und ich kann nicht mit Worten beschreiben, wie faszinierend und erstaunlich das für mich jedes Mal ist. In unserem Herzen kämpfen immer die Gedanken von Gott und die Gedanken von Satan. Wenn ich aber den Glauben nicht an Gott habe, habe ich das Gefühl, als würde Gott nichts machen und als würde nur Satan arbeiten, sodass wir das Herz bekommen, das rechnet sich nicht mehr, das lohnt sich nicht mehr für mich. Ich muss jetzt weg von diesem Weg. So Schwierigkeiten und Probleme, die ich kaum noch bewältigen kann, gibt uns ja Satan. Aber die Menschen, die an Gott glauben, können all diese Dinge überwinden durch Gott, durch den Herrn. Und wie Josef können sie am Ende diesen Plan von Gott vollziehen. Und sie werden zu Josef werden, der ihre ganze Familie von der Hungersnot errettet hat. Die Menschen neigen sich ihm, sie fallen in die Knie, sie senken ihre Köpfe. Und diesen Weg gehen auch wir. Liebe Brüder, liebe Schwester, welchen Traum träumt ihr heute? Ein Traum, in der Welt zu leben, ein besseres Haus zu haben, reicher zu werden, ein noch besseres Auto zu haben, von anderen anerkannt zu werden? Träumt ihr so einen weltlichen Traum? Oder wie Josef? Jemand, der das ganze Volk Ägypten errettet, der seine Familie errettet, der das Volk Israel errettet, sodass das Volk Israel weiterhin erhalten bleiben kann. Auch Gott führt uns heute so. In unseren Augen erscheint es unmöglich. In unseren Augen können wir nur Nein sagen. In unseren Augen können wir nur den Kopf schütteln. Warum? Weil Satan arbeitet ja immer ganz gegenläufig als Gott. Wir denken, das wird nicht funktionieren können, aber es gibt Gott, der dann jedes Mal uns von diesem Problem herausführen kann. Auch wenn es mir so geht, auch wenn ich das jetzt erleide, ich bin in der Verheißung Gottes. Ich bin jemand, der dem Herrn dient. Satan, du kannst mich nicht überwinden, du kannst mich nicht hinters Licht führen. Du bist Satan, aber in mir arbeitet Gott. Ich werde dich letztendlich durch Gott überwinden. Ich werde dich besiegen. Mit diesem Herzen ist auch Josef zu Goliath gegangen. Und Gott wartet immer, dass wir dieses Herz auch bekommen. Und Gott leitet uns auch tagtäglich so. Wir sind David von heute, wir sind Josef von heute und wir sind Abraham von heute. Weltlich gesehen sind wir gar nichts. Wir sind klein und gering, wir sind schwach aufgestellt. Aber wir haben eine Macht hinter uns, die viel wertvoller ist als alles Vermögen dieser Welt zusammen, und zwar der Wille Gottes und der Herr selbst. Durch jeden einzelnen Menschen möchte Gott nun seinen Plan vollbringen. Durch jeden einzelnen von uns möchte Gott seinen glorreichen Willen ja vollbringen, und wir stehen alle mitten in seinem heiligen Plan. Anfangs hieß es, David wird König werden, er wurde gesalbt und wir haben alle erwartet, er wird sofort König werden, aber nein, danach kamen schwere, harte Zeiten, wo er um sein Leben bangen musste, aber letztendlich wurde er ja ein König. Auch bei Josef war es so, nachdem er die Verheißung bekommen hat, war die Situation ganz schlecht, er war Sklave, er wurde verfolgt, aber letztendlich wurde er Premier, genauso wie auch bei Abraham. Er hatte die Verheißung bekommen, seine Söhne werden so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel, aber die Situation danach war, dass er alt war und seine Frau nicht mehr fruchtbar war. Aber letztendlich hat er einen Sohn bekommen und sein Sohn hat wieder einen Sohn bekommen und so konnte er seinen Stammbaum weiter fortführen. Liebe Brüder und liebe Schwestern, wir müssen nun die Augen geöffnet bekommen, wo Gott viel größer ist als die Situation. Wir sind David von heute, wir sind Abraham von heute und wir sind Josef von heute.
Ja, es sieht immer noch unmöglich aus, aber letztendlich werden wir Gott die Herrlichkeit geben, letztendlich werden wir die Menschen erretten und zu Gott bringen. Und wir werden bis zum Ende an diesem wertvollen Platz stehen. Und dieser Wert ist unvergleichbar mit allen Dingen von dieser Welt zusammengenommen. Derjenige, der letztendlich den Segen bekommt, der wird nicht wankelmütig durch die Situation, die sich vor ihren eigenen Augen auftut. Wenn wir den Glauben in Gott haben, können wir alle Verführungen überwinden können und wir werden dann ein wirklich gesegneter Bruder, gesegnete Schwester vor Gott werden können. In Gottes Welt arbeitet zwar auch Satan, und durch Satan sieht alles aus, als würde alles scheitern, als würde alles zum Ruin getrieben werden. Aber wenn wir in dem Glauben Gottes sehen, werden wir erkennen, dass wir in diesem Prozess sind, den Segen zu bekommen, dass wir in dieser Zwischenzeit gerade sind, auf dem Weg zum Segen Gottes hin. Ich hoffe sehr, dass wir in dem Wort Gottes bleiben, in diesem Glauben stehen bis zum Ende, weil dann werden alle Menschen um uns errettet werden und wir werden den Segen Gottes erhalten. Lasst uns zusammen beten.